Willkommen zurück, meine Freunde, zu Mario Kart 8 Let's Play. Wir starten gleich durch mit dem nächsten Cup. Und zwar fahren wir diesmal mit Luigi. Luigi! Du sagst es! Und zwar Go-Kart. Standardreifen. Boah, nee. Ich möchte das nicht. Retro, die sehen doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sieht ganz in Ordnung aus eigentlich. Oh, das sieht auch geil. Nee, ich glaube, ich nehme mal die Retro-Reifen. Das ist die Statistik. Und mit den Wolkenballons. Hallo, Wolkenballons, hallo. Sterncup, auf geht's. Sehen wir gleich, ob wir diesmal eine Chance haben. Oder ob sie uns so dermaßen hart geben. Das weiß man halt vorher nie, ne? Ja. Sonnenflughafen. Sunshine Airport. Da sind wahrscheinlich Peach und Mario gelandet, als sie in Super Mario Sunshine auf Isla Delfino angekommen sind. Whee! Luigi hat Spaß, das ist schön. Oh, und die Lenkung ist gut. Vorsicht hier auf die Kisten. Oh! Und Münze. Ja, nimm mir die Münze weg. Du bist so toll. Wer ist das da vorne? Mario! Mein Bruder. Ich knall dich so weg, mein Bruder. Schau, gib mir was zum Abschießen. Hier! Oh, müssen wir gar nicht. Wuhu! Müssen wir gar nicht. Aber den heben wir uns trotzdem auf. So. Hier durch. Hier kann man über die Kisten springen. Boah, müssen nur aufpassen, weil die... Ja, genau. Die bewegen sich und danach kann man eben da, wo ich gerade hängen geblieben bin, eben hängen bleiben. Wow. Hier bewegen sich die Kisten eben auch. Wir brauchen wieder Münzen. Banane ist gut. Und die fahren wir nicht rein. Boah. Was kommt denn jetzt? Noch ein roter. Toll. So, hier oben, wenn man da oben ist, das ist auch eine Änderung. Ich habe euch ja beim letzten Part erklärt, was passiert, wenn man in andere Mitspieler reinfährt. Diese Stempen hier, die bewirken dasselbe, wie ihr gerade gesehen habt. Also man muss die nur berühren und kriegt eben einen kleinen Turbo. Das kann dann jeder für sich selber entscheiden, aber oh, da liegt ein Pilz, den wir leider nicht mitnehmen können. Muss jeder sich selber entscheiden, ob er dann eben das Ding mitnimmt oder lieber die Kurve enger fährt oder was auch immer. Ist hier mit Downs? Huhu! Was kommt jetzt? Ja, eine blaue natürlich! Boom! Da liegen meine hart verdienten Münzen. Und ich muss sie liegen lassen. Aber wir haben gleich wieder 10. Tada! So. Also hier oben mach's ich zum Beispiel immer so. Ich finde die recht sinnlos hier oben, diese Boost-Bringer, keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll, weil ich hier immer ganz eng um die Kurve fahre. Ich finde, da ist man, habe ich zumindest das Gefühl, dass man dann schneller ist, wenn man eben eng um die Kurve fährt. Aber es gibt auch, boah, jetzt bin ich voll gegen die Kiste geknallt. Es gibt auch Strecken, wo diese Boost-Spender definitiv Sinn machen. Nur da oben finde ich persönlich eigentlich jetzt, finde ich es ein bisschen sinnlos. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Oh nein, nicht die Delfin-Lagune. Hallo Fischi, hallo. Ich bin ein Riesenfisch, hallo. Du bist gar kein Fisch, du bist ein Aal. Ja, stimmt, ich bin ein Aal, habe ich vergessen. Ja, auf diesen Aal werden wir gleich drauf fahren, das werdet ihr gleich sehen. Der ist nämlich so groß, dass man auf ihm drauf springen kann. Oder sogar, naja, muss nicht, aber kann. Ja, Delfine und hui, wir machen es den Delfinen nach und springen durch Ringe durch. Und Ludwig, du gehst mir auf den Geist. Geh weg. So. Frag mich nicht warum, es gibt glaube ich sogar schnellere Wege, wie man hier fahren kann, aber ich fahre hier immer rechts. Durch die Höhle durch. Hier ist der Aal, hallo Aal, hallo, hallo. Auf seinem Rücken kann man Stunts vollführen, wenn man oben über seine Spitze drüber springt.
Oder nicht über seine Spitze, wie nennt man das? Seinen Kamm? Nennt man das Kamm? Ich weiß nicht, ob man dazu Kamm sagen kann. Über seine. Mal bei Fischen heißt es ja Finne, glaube ich, oder? Finne, ja. Ah, ja, natürlich. Mario, wir müssen den Kerl da vorne aufhalten. Der wird sonst noch Erster. Hi! Wer war das? Oh, Daisy. Oh, Daisy, ja. Daisy. Bam! Ach, da kommt Mario schon wieder und wir werden schon wieder abgeknallt. So, da ist ein Chip-Chip, seht ihr den? Ein Chip-Chip! Ein roter Chip-Chip. Ist ja alles rum schon, da sind Quallen. Da ist der Alu-Al. Hallo Luigi, hallo. Hallo. Fahr nur auf mir drauf, ist okay. Ich bin nur ein Lebewesen, wie du auch. Aber ich find's cool, auf mir wenn man auf mir rumtrappelt. Ja, ist okay, finde ich auch cool. Deswegen mache ich's ja. Ich finde die Strecke ist sehr, sehr cool. Hier mit dem reißenden Wasserfall auch. Dann fährt man hier wieder. Oh, was mache ich denn? Nein. Wer ist ein Erster eigentlich? Jetzt wollte ich gerade den Panzer. Ja. Jetzt wollte ich gerade den Panzer vorschicken und dann kommt sowas. Und fährt er einfach in meinen Panzer rein. Leute, wir sind Sechster. Was ist denn los? Bin ich gerade so schlecht? Das gibt's doch nicht. Boah, Banane. Lovario. Nein, Banane! Oh Mann, da ist ein Rochen. Diese Höhle hier, die gefällt mir schon sehr cool. Aber die Strecke an sich finde ich halt leider nicht so toll. Na, in der Luft. Oder in der... Was heißt in der Luft? Waren wir ja nicht. Wir sind ja unter Wasser. Im Sprung. Ja, Stern. Hier, komm her. Boom. Der Stern ist eigentlich recht cool, weil du mit dem einfach unverwundbar bist und auch noch die Gegner weghauen kannst. Ich finde aber, sie haben den Stern ein bisschen verschlechtert. Kann das sein? Hier kann man drüber fahren, wenn man Turbo hat. Sie haben den Stern ein bisschen verschlechtert, im Gegensatz zu den vorherigen Mario Kart Titeln, weil du kommst nämlich diesmal mit einem Stern nicht mal mehr einem hinterher, der drei Pilze hat. Weil der sogar schneller ist ein bisschen als du mit deinem Stern. Und früher war es ja so, dass man mit dem Stern genauso schnell war wie jemand, der Pilze oder sogar noch schneller war, glaube ich. Deswegen, also sie haben den schon krass genervt, den Stern, finde ich. Der Disco-Drum. Ja. Juhu. Auch eine nicht schlechte Strecke, meiner Meinung nach. Hier ist man, glaube ich, ein bisschen schneller, da wo ich jetzt fahre. Schneller, also da sind alle schneller. Das ist wie so eine Schiene, wo man fährt, die eben einen schneller macht. Keine Ahnung. Hier gibt es zwei Wege. Wie ihr seht hier durch das Gravitationsfeld, wenn ihr mal an die Decke guckt, auf der grünen Fläche können auch Spieler fahren. Ja, also es bleibt einem jetzt selbst überlassen, ob man pink oder grün fährt. Und man fährt eben dann, die einen fahren auf dem Kopf und die anderen fahren eben auf den anderen ihren Köpfen, also genau verkehrt rum. Und das ist alles möglich nur durch diese Gravitationsfelder. Ich finde diese Gravitationsfelder sowieso richtig geil. Weil sich da eben richtig geile Kombinationen ergeben. Schauen wir mal grün, damit ihr mal beides gesehen habt. Seht ihr, jetzt ist pink auf der Decke. Diese Gravitationsbooster da zum Beispiel, die nehme ich sehr gerne mit. Weil man da einfach direkt dran vorbeifährt auch. Also. Aber die beim Sonnenflughafen, da fahre ich eigentlich. Ja, die machen für mich nicht wirklich Sinn halt. Deswegen. Aber die hier gehen eigentlich schon. Hier habt ihr die Piranha-Pflanze gesehen, wie die voll abgeht in ihrer Röhre, in ihrem Topf. Die gehen hier alle voll ab. Das ganze Publikum danzt voll ab hier. Yeah! Ja, Luigi, ja. Ach, jetzt kommt da so ein Blooper daher. Ah, der war nicht so schlimm. Es ist auch jedes Mal, wenn er euch einen Blooper abschießt, jedes Mal anders. Also der Tintenfleck ist nie an derselben Stelle. Ich glaube, bei Mario Kart für die Wii war es noch so, dass der Tintenfleck, den ihr dann abbekommen habt, immer an derselben Stelle war. Der war immer derselbe.
Juhu! Und jetzt kann es eben passieren, dass er eben, also was heißt passieren? Es wird passieren, dass er eben nicht immer an derselben Stelle ist. Ja. Was eben manchmal gut und manchmal nicht gut ist, weil manchmal sieht man dann einfach wirklich gar nichts. Und dann fährt man einfach gegen die Leitplanke oder gegen die Banane, die am Boden lag und die man sie eigentlich schon seit 10 Metern gesehen hat und eigentlich ausweichen wollte. Und dann denkt man, man ist ausgewichen oder weiß nicht mehr genau, wo sie lag und dann fährt man trotzdem rein. Die Wario-Abfahrt, die ist sehr geil. Seht ihr ja schon. Es ist richtig geil. Hier, wir springen aus dem Flugzeug raus. Ist das cool? Aus dem Hubschrauber, Entschuldigung. Ist das nicht cool? Ist das geil oder was? Hier die Aussicht, das ist einfach so wunderschön. Ja, kick mich weg. Ich hab dich auch lieb. Eine Besonderheit bei dieser Strecke ist es. Boah, nicht ins Schnee, in den Tiefschnee fahren. Ja, jetzt verpasse ich die Schanze, was soll's. Dass man nicht, es ist kein klassisches Drei-Runden-Rennen, sondern man fährt von A nach B, also man springt oben aus dem Heli raus. Und jetzt kriegt nicht eine Münze, wie dämlich bin ich denn? Man springt oben aus dem Heli raus und fährt eben dann bis zur Abfahrt runter, bis zum Skilift quasi. Hier durch die Höhle durch, mit dem Wasser, dann hier durch. Das ist, glaube ich, ein Staudamm, wenn mich nicht alles täuscht. Der Wario-Damm, genau. Hier sind Turbos, die müsst ihr unbedingt versuchen, dass ihr die erwischt, weil da eben das Wasser ist und das bremst euch tierisch aus. Wenn ihr die nicht, schaut euch das mal an, wie geil das ist, die Bäume. Jetzt fahren wir hier durch den Wald durch. Ich mag die sehr, sehr gerne, die Strecke. Hier auf den Bäumen könnt ihr Stunts machen. Müsst nur aufpassen, weil da unten wird es dann sehr schwierig, viele Bäume auszuweichen. Hui! Genau, und jetzt kommt eben die Skiabfahrt, wo eben Schanzen sind auch. Und Slalom muss man auch fahren jetzt. Wuhu! Oh! Voll hängen geblieben. Da hängen uns die Gegner am Arsch. Hier auch Stunts. Wuhu! Kurve und runter und jetzt geht's in den Endspurt. Turbos mitnehmen. Ja, und Megasprung. Hui. Ja. Genau. So, hoffentlich trifft mich diese Grüne jetzt nicht von der Seite. Ist alles schon passiert. Yay! Erster, perfekt. Sehr cool. Ergebnisse anzeigen. Das war's schon wieder, Freunde. Mit dem dritten Cup, den Sternencup. Schauen wir uns noch das. Die Siegertrophäe an. Und dann beende ich den Part auch schon wieder. Ja, yeah. Da haben sie uns beim Sonnenflughafen aufgenommen. Tada! Das ist der Pokal. Sieht sehr cool aus, finde ich. Dieser Stern, der da rausgesprungen kommt. Aus dem Podest. Naja, Leute. Oh, wieder zwei Sterne. Wir sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich war im ersten Part bei Mushroom Cup. Ich war einfach nur so nervös, dass ich nicht gepackt habe, den ersten Platz hier einfach zu belegen. Aber die folgenden werden hoffentlich besser laufen. Na gut, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mario Kart 8. Auf Wiedersehen, schönen Abend noch und tschüss.